So Leute, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's... Warte, achso, okay. Zu meinem Let's Play von Tomb Raider Anniversary. Woo! Der Abolisk von Koman, genau. Koma-Abolisk. Es ist der Koma-Abolisk. Tada! Nein, der Obelisk von Kamon und wir... Aua! Das muss wehtun. Arme Säule, oh nein. Aber es macht dir nichts aus, denn sie ist nicht nur eine arme Säule, sondern auch eine Beinesäule. Auge des Horus. Und jetzt kann er nicht mehr gucken. Naja, okay, bei Lara gibt es ohnehin nichts zu gucken. Aber, runter hier. Okay, vielleicht war das doch der falsche Weg nach unten. Vielleicht hätte ich daran denken sollen, möglicherweise ins Wasser zu springen. Ja. Macht nichts. Wir haben ja jetzt nicht so viel Zeit verloren. Wow, habe ich schon eingesammelt. Wow, springe ich rein. Und dann kann ich hier hoch. Was mir das bringt, ich weiß es nicht. Aber es hört sich gut an. Ich glaube, hier unten müsste jetzt ein Hebel sein. Vielleicht auch eineinhalb. Ich weiß es nicht. Nee, hier ist kein Hebel, aber da hinten ist ein Tor. Yay! Auf zum Tor. Zu zum Tor. Denn das Tor ist vermutlich zu. Ah, nein. Okay. Achso, ich dachte gerade, da wäre ein riesiger Schatten vorbeigehuscht. Der böse Marco, der den lieben Marco, der hier gerade spielt, vernichten möchte. Aber sowas habe ich ja schon in Form von Lara. Zumindest sowas ähnliches. Lara, du bist voll böse und so. Und runter mit diesem Hebel. Okay, jetzt wird's eng, zeitlich, aber hoch da. Eigentlich müsstest du jetzt hochgehen, ja. Okay, das ist Laras selbstgebauter kleiner Aufzug, den sie hier in ihrer kleinen Hundehütte, steht neben ihrer Villa ein paar tausend Kilometer, aufgebaut hat. Der Hund fühlt sich nicht sehr wohl, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, deshalb haben wir ihn noch nicht angetroffen. Der ist mittlerweile umgezogen und Lara weiß davon nichts. Ein Familiendrama. Aber, hoch da. Yes, hurra. Und, ja natürlich. Freundlich. Danke. Okay, wir müssen die Pfeile irgendwie deaktivieren. Vorher habe ich das Gefühl. Und wir müssen darüber vielleicht. Weil dort ein Hebel ist. Auch das habe ich im Gefühl und in den Augen. Zumindest bewiesen, dass Augen das Gefühl von Marco sind. Oh nein. Voll der Materialist und so. Materialist? Egal. Rübel. Rübeldold. Und Dolt. Und Dolt hoch. Und wie zur Hölle komme ich jetzt an dem Pfeil vorbei? Ich glaube, ich könnte theoretisch... Haha! Hast du jetzt nicht gedacht, dass ich so intelligent bin, ne? Bin ich auch nicht. Gut. Wir sind... Ach du Scheiße. Wow, das war knapp. Wir sind eine Stufe schon mal weiter. Fehlen nur noch 2,973 durchschnittlich. Eigentlich kann ich vermutlich da hoch und dann... Aber das wird voll wehtun. Ah ne, ich kann ja jetzt hier dran. Yes. Und yes. Und hurra. Und yippie. Irgendjemand hatte ein schönes Hobby. Hat sich gedacht, hey, ich hau jetzt mal Sprungplatten in die Wand. Tja. Warum der jetzt nicht mehr hier ist, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Der Keller hat gerufen. Abgesehen davon... Oh Gott, Lara, hoch da. Und hinüber, Dolt. Und das hier. Das ist das Bild von dem Hund. Ihr könnt eindeutig sehen, dass Lara ihn nicht sehr gut behandelt hat. Weshalb er nun 2D ist und Teil der Wand geworden. Rüber da. Ein Familienfoto. Und komm schon. Ja, natürlich. Gut. Regel Nummer 1. Falle nicht in den tödlichen Abgrund des Todes. Verstanden. Erfahrung wird zukünftig zur Anwendung gebracht. Oh nö, jetzt muss ich nicht wirklich wieder hier den ganzen... Ah, ihr seid nicht sehr nett, oder?
So. Hoch da. Rüber dort. Runter da. Okay. Diesmal muss ich einfach nur rechtzeitig abspringen oder linkszeitig, ist mir ziemlich egal. Oh Gott, es wird schlimmer, schlimmer und schlimmer. Pro Minute. Wow. Danke, Lara, dass du mal nicht faul genug warst, um nicht die Hand auszustrecken. Hand ausstrecken, das kann diese Frau. Wenn es was zu nehmen gibt, ja dann gerne. Aber wenn mal hier, ne, wenn sie mal was abgeben muss, nee, nee, dann lieber nicht. Aua. Pfeile in den Schritt. Sicherlich nicht gesund. Oh nein, ich bin Vegetarier und das waren Fleischpfeile. Halt die Klappe, Lara. Ach, diese Frau. So, was ist das für eine Schildkröte? Ah ne, das ist eine Mumie. Tschüss. Schick mir schöne Grüße aus deinem Urlaub. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade Gegner übergangen. Egal. Sie sind ja auch da, um übergangen zu werden. Nennt man dann Untergang, hä? So. Dadurch. Ich möchte dadurch. Danke. Und. Oh Gott. Tja. Ich glaube, Lara kann jetzt nur noch, wenn sie versucht, Leute zu unterhalten, Flachwitze verwenden. Oh Gott. Weg hier. Weg hier. Ah nee, wir gehen ja nochmal zur Todesursache. Der Getötete kehrt immer zum Ort des Verbrechens zurück. Ja, tatsächlich. Nichts anderes tut er. Wow. Und was hat uns das gebracht, fragt ihr euch jetzt sicherlich. Wir sind jetzt wieder im Anfangsraum und soweit ich das in Erinnerung habe, ich weiß überhaupt nichts. Aber wir könnten nun möglicherweise... Nee, können wir nicht. Okay. Aber ich habe mich für wenige Sekunden wie ein Experte gefühlt. Das ist mir schon alles wert. Warte, probieren wir einfach mal den hier. Yes. Den hier. Yay. Und. Pikau. Und hoch da. Lara, geh dies Wagnis ein. Ich habe gesagt Wagnis, nicht Wagner. Die Pizza muss warten, ja? Ein Wagnis. Haha. Oh Gott. Eine Zugbrücke. Eine Zugbrücke. Und auch dieses Tor ist offen und wir müssen jetzt wieder... Haha, ratet mal. Ja, wir müssen jetzt wieder einmal komplett um den Raum herum, um an diese Zugbrücke zu kommen, an dieses Tor zu kommen, meine ich natürlich, an diese Gitterstäbe, die sich geöffnet haben und durch die wir nicht durchschiften können, indem wir einfach mal über losgehen und die materielle Welt verlassen in die spektrale Welt. Das geht hier nicht. Deshalb müssen wir einmal den Raum umrunden. Obwohl er eckig ist. Erklärt mir nicht, wie das geht. Ich weiß auch nicht. Moment mal. Lara ist schon rasiert. Lara hat einen wohlgepflegten Damenbart. Also lasst sie in Ruhe. Ja. Wandfriseure. Oh je. Okay. Warte. Einfach nur hier runter? Ja doch, für den Anfang wird das genügen. Oh Gott. Oh Gott, Mann. Es war so klar. Geht doch. Und ein Medipack. Es versteckt sich, oh weh. Aber ich hab's gefunden, yay. Und... Was wir ebenfalls finden müssen, ist der Ausweg, Ausweg, Ausweg. Das ist ein Hebel, ein Hebel, ein Hebel, ein Hebel, ein Hebel. Im Nebel hängt ein Hebel. Mit einem Säbel. Schwabbel, schwabbel, schwebel. Yes. Gut, dass ihr auf die Cutscene geachtet habt. Ich weiß gerade nicht, wo es weitergeht. Das da war vorher noch nicht offen und da ist auch eine Kiste, die nicht verkennt. Doch, hier komme ich. Nee, ich komme von oben. Was ist also dies hier für ein Gangnis? Uah. Hui. Und huis. Und yes. Und tschüss. Wir sehen uns wieder.
Lara macht kurz Urlaub da unten in der Hölle, wo sie herkommt. Urlaub zu Hause, das ist so schön. Die kleine Pause wird von Lara gern gesehen. Du Banause, du hast ein Problem. Warte, ich hab das Problem. Ja, natürlich! Was war denn da? Erzähl mir mal, was da los war. Hat da jemand auf der 10.000 Meter hohen Säule zufällig eine Bananenschale liegen lassen, Lara? Oder warum wolltest du unbedingt in den tiefen, dunklen, unnachgiebigen Abgrund rutschen? Und was war das denn jetzt? Das hat sich angehört, wie wenn man ein Chipsstück in der Mitte zerbricht. Und gesalzen ist diese Frau. Gesalzen ist sie. Aber Chips nicht, wenn ich mal so drüber nachdenke. Egal. Rüber da. Lubel und Lu. Lara, was soll das werden? Erklär mir das mal. Was soll das werden? Oh, mach den Jump! Damals im Krieg. Damals im Krieg? Ja, ich habe gerade meinen Synchronsprecher gewechselt. So kommt der alte Opa besser rüber. Aber damals im Krieg, da haben wir solche Sprünge, haben wir mit der linken Hand gemacht. Während die rechte gerade Patronen alphabetisch sortiert hat. In die richtigen Körperteile. Ebenfalls alphabetisch. Die Vorgesetzten liebten das Alphabet. Mit A und B, aber vor allem mit C. C war ihr Lieblingsbuchstabe. Deshalb die ganze Sprengung. C4, ihr versteht schon. Okay. So, nach den weisen Worten des Kriegsveteranen haben wir hier ebenfalls ein zweites Stück aus der viereckigen Säule entwendet. Der Ankh von Isis. Wer auch immer Isis ist. Und warum auch immer sie einen Ankh hat. Ich glaube, das haben die reichen Leute einfach so. Statussymbol Ankh. Hieß so nicht auch ein Spiel? Ah ne, das hieß Schrank und man musste Gegenstände sortieren. Nein, es hieß Ankh. Ja, natürlich. Lande tot auf der anderen Seite. Ungebremst, aber in der Luft zerstanzt. Das Lustige ist, diese Klingen kannst du eigentlich, außer du wirst gerade Schulhof gemobbt, kannst du diese Klingen weitestgehend ignorieren, denn der Schaden, den sie dir anrichten, ist wirklich nicht so hoch, als dass er überhaupt ins Gewicht fiele. Lara wiederum fällt gerne, vor allem mit Gewicht. Lara, benimm dir. Yay, ich hab's echt mal geschafft. Warte mal, ich zieh mal das Mikro zu mir. Ich muss zugeben, dass das hier eigentlich eine viel gechilltere Position ist. Auf jeden Fall, genau, wir wurden dieses Mal noch nicht zerstanzt, denn die Sequenz kommt ja auch erst. Und, och Lara, schon das zweite Mal. Mal sehen, wer beim Lara-Weitwurf am weitesten wirft. War das eine Alliteration? Egal. Der Apfel fällt halt nicht weit vom Stamm, ne? Oh ja, bitte. Schnetzelt mich. Sehe ich aus wie was Essbares? Ich höre schon den ersten Vegetarier, der Nein ruft. Aber das war jetzt auch ganz unabhängig von... Oh Gott! Oh. Lara. Weißt du, ich bin vor 20 Minuten ungefähr hier an den PC gegangen, habe gedacht, doch, okay, Skyrim ist aufgenommen. Hau ich kurz noch Tomb Raider hinterher. Hab ja noch Zeit. Zeit habe ich. Mit Nerven sieht's anders aus. So. So, rüber. Danke. Das Lubelsprung hat endlich funktioniert. Okay. Es gibt keinen Grund, dort hinunter zu gehen. Das war nicht der sicherste Weg. Alles klar.
Macht aber auch nichts.